Ja, hi Leute und herzlich willkommen im November. Tja, wir kennen das alle. Investieren muss gelernt sein. Ne? Was anderes geht nicht. Und woran man in dieser jetzigen Zeit überhaupt nicht investieren sollte, wäre da drin. Ich weiß nicht, ob man das ungefähr sehen kann, aber 99,82 € oder so für, oder 28 für Benzin. Ja, ist sportlich. Aber ey, selbst wenn der Literpreis 4 € kostet, man muss ja tanken, wenn man zur Arbeit kommen möchte. Das ist echt unfassbar. Soll uns aber alles nicht stören. Wir sind an der Börse und nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist das. Deswegen werden wir in dieser Ausgabe jetzt mal ein paar Sachen vom vergangenen Oktober betrachten. Das heißt, was wir an Dividenden bekommen haben, wie immer gehabt, was eben halt passiert ist generell im Depot, was ich für Zukunftsvisionen habe. Ja, und bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal an der Stelle, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank soweit. Und wenn dir das Video gefällt, dann lass mir doch einfach einen Kommentar oder einen Daumen nach oben hoch. Das würde mich sehr freuen. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter und los mit dem Video. Ja, jetzt, da sind wir mal wieder. Ich bin ein bisschen runtergekommen. Ich weiß, die Spritpreise sind momentan einfach nur gigantisch. Man weiß gar nicht genau warum, weil ich denke einfach, man hat nicht wirklich ein Mineralproblem oder eben halt ein Ölproblem, sondern einfach ein Steuerproblem in der Hinsicht. Und das sieht man auf jeden Fall, dass der Barrel Öl, ja, vom Preis her sich nicht so stark gewandelt hat, meiner Meinung nach, dass das gerechtfertigt wird. Aber gut, das sind andere Themen. Kommen wir jetzt zu dem, was ich in der letzten Ausgabe versprochen habe. Und zwar hatte ich drei Unternehmen, die ich mir angucken wollte, beziehungsweise jetzt angeguckt habe. Und eben halt, ja, meine Empfehlung, beziehungsweise nicht Empfehlung, das ist ja wiederum das Wort, was ich nicht sagen möchte, sondern eben halt meine Meinung dazu zu kundtun. Und die drei Unternehmen sind einmal Walmart, einmal 3M und einmal Pepsi. Und warum? Ja. Ich denke, bei den drei Unternehmen sollte sich jeder irgendwie in einer Art und Weise ja ein Bild von machen können, was sie produzieren bzw. darstellen. Gerade Walmart ist ja einfach in den Staaten, ist ja sowas von bekannt. Eine riesengroße Kette. Stabil, schüttet auch eine gute Dividende aus und vor allen Dingen eben halt, es gibt das Unternehmen schon Ewigkeiten. Das ist ja das, was wir haben wollen. Wir wollen ein Unternehmen haben, die eine gute Dividende ausschütten, lange schon unterwegs sind, so in der Welt, die wir hier bewohnen. Und eben halt auch eine Dividende ausschütten, kontinuierlich. Und da ist es auf jeden Fall mit reingekommen in mein Beobachtungsschema. Und ich werde von den drei genannten Aktien vermutlich eine ins Depot nehmen. Im Austausch wahrscheinlich gegen AT&T oder eben halt einem anderen aktuellen nicht so gut Performer. Müssen wir mal noch genau schauen, denn das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die zweite Sache war ja, wie er gerade erwähnt, 3M. Ein meiner Meinung nach sehr interessantes Unternehmen, das wirklich sehr breit aufgestellt ist, viel anbietet. Das ist ja wichtig, denn ein Unternehmen muss natürlich auch seinen Wert wiedergeben, in der Hinsicht, dass es halt sehr gefragt ist und eben halt sehr gute Dienstleistungen oder eben halt besser gesagt Konsumgüter oder Waren anbietet. Und 3M ist da meiner Meinung nach sehr weit dabei. Ich kenne 3M immer halt nur von den Klebebändern, aber wenn ihr euch da mal reinguckt, soweit im Internet ein bisschen nachschaut, da werdet ihr sehen, die sind wesentlich breiter aufgestellt und haben auch wesentlich mehr im Repertoire, was das für mich wiederum sehr interessant macht. Der Aktienkurs mag vielleicht für einen Dividendeninvestor ein bisschen zu hoch sein, gerade eben, wenn man das Ganze als Einmalzahlplan oder beziehungsweise als Einmalsparplan nur ausführen lässt, weil man vermutlich noch vorher halt einen Einmalinvest tätigt, um zumindest halt 4, 5, 6 Stück davon einmal zu erwerben halt. Ja, das müsste man aber individuell betrachten. Und das dritte, was wir haben, ist Pepsi. Das ist so ein bisschen meinen, ja, ich sag mal so, früher hatte ich mich entschieden gehabt, Coca-Cola zu nehmen, anstatt Pepsi, also sprich bewusst für den Unternehmen Coca-Cola entschieden, anstatt Pepsi, obwohl man prinzipiell und auch in der Praxis beide Unternehmen im Depot haben kann, ohne etwas damit falsch zu machen. Weil ich finde, beide Unternehmen haben so weit ihre Unternehmenszweige gesponnen, dass sie halt nicht sich konkurrieren. Das tun sie zwar in der Tat ja, im Aktienmarkt so ein bisschen weniger halt, aber die Getränke so, ob man jetzt eine Cola bestellt oder eine Pepsi, ist schon in Deutschland ein großer Unterschied, finde ich. Allgemein gesehen wird zum Beispiel in den Staaten unglaublich viel auch Pepsi getrunken und so weiter. Das ist total
Andererseits, wie gesagt, irgendwo im entferntesten, in der entferntesten Walachei, wenn du da zum Strand gehst und fragst, kann ich was trinken? Coca-Cola, die werden es mit Sicherheit haben. Pepsi vielleicht eher weniger, aber Coca-Cola haben alle. Deswegen sind das für mich zwei Unternehmen, die ja ihren Wert auf jeden Fall gerechtfertigt haben. Und trotzdem, um das nochmal zu erwähnen, es sind ja nicht nur Getränke. Die beiden Unternehmen haben ja auch noch viel mehr in der Hinterhand. Und deswegen ist das auch ein sehr interessantes Unternehmen und werde ich mir auch nochmal ganz genau anschauen. Deswegen, die kannst du dir auf jeden Fall mal notieren. Vielleicht ist ja auch eins davon für dich sehr interessant. Gerade eben halt auch von den Dividendensparplan, also sprich, wann das Unternehmen an den Investor auszahlt. Vielleicht passt es in dein Schema rein. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Und ja, falls einer von den drei in dein Depot den Weg finden sollte, darfst du natürlich gerne einen Kommentar ablassen unter meinem Video. Das würde mich natürlich richtig freuen. Und ja, jetzt würde ich erstmal sagen, springen wir in mein Depot rein, damit wir auch mal ein bisschen schauen, was so passiert ist. Sieht nämlich gar nicht mal so schlecht aus diesen Monat, finde ich. Und wie immer der dringende Hinweis, dass es jetzt eben halt gleich in die Spreadsheet-Ansicht geht. Das heißt, bei kleinen Geräten, also ein iPhone zum Beispiel, oh, ich wollte das ja nicht nennen, aber eben halt so von der Größe hier, da wird es schwierig zum Gucken. Am besten eben halt dann eventuell auf dem Fernseher gucken oder auf dem Tablet oder auf dem Laptop. Und wenn das nicht möglich ist, dann könnt ihr gerne zum Ende des Videos hinspulen, wo ich nochmal ein Fazit ziehe und euch natürlich schon mal auf den nächsten Monat vorbereite. Deswegen dranbleiben und viel Spaß. Tschüss. Dann schauen wir uns jetzt mal wieder das Spreadsheet an. Das Ganze ist natürlich so, wir haben den Oktober geschafft. Das wissen wir alle, da wir jetzt schon November haben. Und das Spreadsheet als solches ist natürlich etwas unübersichtlich geworden, wie ich finde, da eine weitere Spalte hinzugekommen ist. Wir werden jetzt erstmal hier den Oktober auf grün setzen. Ihr seht das jetzt hier in der rechten Spalte, wie gesagt. Empfehle ich natürlich den an oder das Video auf einem Fernseher oder auf einem größeren Bildschirm zu betrachten und ja, den November zu eröffnen, damit wir da auf jeden Fall schon mal genau Bescheid wissen, wie es abgegangen ist. Der Oktober war auf jeden Fall ganz in Ordnung. Mit 28,77 €, die wir an Dividenden bekommen haben, waren so die üblichen halt. Der ganz große Cut, den sieht man natürlich direkt hier bei Altria, dass man einfach mal 2,38 € bekommen hat. Aber das ist einfach jetzt so und das wird auch die neue Dividende sein, da wir nicht mehr in Altria so reingehen werden, wie wir es vorhatten, sondern eben halt mit einer kleineren, ja, Position wieder uns aufbauen halt. Also wirklich halt from scratch haben wir uns jetzt wieder reingefunden und das wird auch erstmal so bleiben und ja, denke ich, dass wir da auf jeden Fall auch ganz gut mitfahren werden. Ja, wir schauen auf jeden Fall jetzt mal einen ganz kurzen Blick auf das Gesamtdepot. Und zwar zum 31.10.2021 war es bei 29.427,55 €. Ja, das ist schon ordentlich, wie gesagt. Wir haben jetzt noch einen Monat, wo es jetzt halt nochmal ausgeführt wurde, also sprich den November jetzt. Da kommt noch was ins Depot rein, plus im Dezember. Und dann werden wir mal schauen, ob wir dann bis Ende des Jahres die 30.000 haben. Als ganz kleiner Spoiler, natürlich eine Spalte direkt drüber, seht ihr hier beim Gesamtdepot, das ist der heutige Stand vom 10.11., habe ich das Video jetzt aufgenommen, sind wir schon bei 29.968 €. Also dementsprechend kann es sogar schon in den nächsten Tagen soweit sein, dass wir die 30.000 geknackt haben, was einfach mal unglaublich ist. Also das ist für mich gerade auch ein Moment, wo ich sagen muss, ich bin etwas überrascht und auf jeden Fall auch baff, dass das wirklich so gut klappt und ja, freue mich da auf jeden Fall auch ziemlich drauf und vor allem, dass ihr auch dann so beim Weg dabei seid. Das heißt, bis zum jetzigen Tage haben wir in diesem Jahr eine Gesamtdividende erhalten von 700,22 € aufs Jahr gerechnet und ja, sind aktuell bei 604,78 € halt davon, die bisher ausgezahlt wurden. Also es kommen jetzt noch die no Monate November und Dezember und dann schauen wir am Ende des Jahres mal, wo wir da genau stehen. So viel. So, wir schauen uns jetzt nochmal eben ganz kurz der Depot allgemein an in dem Diagramm. Das ist im Prinzip eine nicht wirklich große Veränderung, außer dass wir eben halt nach wie vor Altria mit einem sehr, sehr kleinen Wert hier haben. Und nach wie vor muss man natürlich sagen, Apple sehr stark überwiegt mit 10,5%. Aber dennoch, es ist einfach so, wie es ist. Es ist eine Tatsache, wie ihr sehen könnt, dass das Depot einfach richtig schön von der Zusammensetzung her aufgebaut ist und man eben halt wirklich sieht, okay, man geht jetzt nicht unbedingt genau nur auf einen
sag ich mal, Technologiesektor oder man geht jetzt nur auf Gesundheitswesen, sondern man hat sich wirklich genau ein paar Bereiche rausgesucht, die man besparen möchte, wo man auch genau das Gefühl hat, okay, die setzen sich mit den anderen sehr gut auseinander, beziehungsweise harmonieren miteinander und beißen sich nicht. Also das heißt, Aktie 1 pusht quasi die 2 so hoch und dafür, ja, verliert man dann bei der dritten Aktie irgendwas. Nein, das ist bei dem Depot ja nicht so, dass wir da jetzt nicht unbedingt irgendwelche Konkurrenten mit da drin haben. Man kann es vielleicht vermuten halt bei ein paar Unternehmen, aber tatsächlich sind die so ausgesucht, ja, dass sie nicht unbedingt mit konkurrieren. Ein Beispiel wäre jetzt, das allerdings nicht präsent ist, dass man die Münchner Rück und eben halt die Allianz bespart. Das ist bei vielen der Glaube, dass das eben halt, ja, 2 Versicherer sind. Allerdings müssen die Leute sich oder solltet ihr euch, wenn ihr die beiden im Depot haben wollt, definitiv vorher informieren, was beide machen und vor allen Dingen, was ein Rückversicherer ist. Das sind einfach Sachen, die meistens nicht bedacht werden und dann eben halt gesagt wird, okay, ich nehme nur das eine Unternehmen, weil man kann prinzipiell beide Unternehmen in einem Depot haben, die Münchner Rück und die Allianz und kann nicht und macht nicht dadurch irgendetwas falsch. Ja. Und das, was für uns natürlich am meisten interessiert, ist, wie hat sich das Depot entwickelt? Ihr seht, die Reise der ja, festgehaltenen Depotentwicklung war vom 31.12.2019. Da ging es los, wo es dann bei mir wieder festgehalten wurde. Also das Projekt selber läuft ja schon länger, aber ab dem Zeitpunkt habe ich es hier protokolliert in der Form oder in der Art und Weise. Und wir sind jetzt gerade, wie wir es vorhin auch gesehen hatten, halt bei 29.427,55 € zum Stichtag 31.10. Und ja, haben halt dadurch extrem gutes Wachstum wieder erhalten. Das Depot ist als solches halt gewachsen. Einerseits durch die geplante Besparung, andererseits aber eben auch, weil die Unternehmen halt nach wie vor ganz gut laufen zurzeit. Und das merkt man natürlich dann auch entsprechend, dass sich das mehr auf die 30.000 oder schneller auf die 30.000 zubewegt, als ich es mir ja vorher geträumt hatte. Ich finde es natürlich schön, dass es so ist und wir werden sehen, ob sie es tatsächlich bewahrheitet. Dann wird man natürlich auch entsprechend mal einen kleinen Post loslassen. So. Jetzt schauen wir uns nochmal eben kurz im Outro an, was ich euch noch zu sagen habe. Und dann, ja, geht es schon wieder weiter im Programm. Ja, Leute, Wahnsinn, oder? Ich kann das selber noch nicht wirklich glauben. Aber es ist ein Weg. Ich bin immer noch sehr, sehr froh, dass ich mich entschieden habe, eben halt das Ganze mit YouTube begleitend zu machen. Ich habe immer viele Leute, die dann sagen, wow, habe ich noch nicht gesehen. Oder ey, wie kann man so transparent mit so Zahlen umgehen? Ich mache das halt einfach, ne? Wie gesagt, also ich habe da jetzt nicht unbedingt ein Problem mit halt und ich möchte halt einfach so viele Leute wie möglich halt für die Börse begeistern, eben halt für den Dividendeninvestor allgemein und freue mich natürlich nach wie vor, wenn irgendwie der Nächste den Impuls gefunden hat, sich zumindest ein oder zwei Bücher über die Börse zu kaufen, um eben halt mal da reinzuschauen, ob das Ganze für ihn was ist und vor allen Dingen weg von seiner Filialbank direkt zu einer Direktbank zu gehen, um den Bankgebühren Ade zu sagen. Und deswegen, das ist somit auch diese Message, die ich auch gerne in meinen Videos ja unterschwellig unterbreite, dass ihr euch über eure Finanzen mehr im Klaren seid und stehe euch natürlich bei Fragen, die nicht eine Beratung soweit sein sollen, zur Verfügung. Ich freue mich natürlich über jegliches Feedback von euch. Und wollte natürlich auch noch ankündigen, ich werde in den nächsten Monaten, vermutlich eher zum Jahreswechsel, weil ich da eben halt viel Zeit habe, endlich die große Reihe an nützlichen Tipps und Tricks veröffentlichen. Das sind Videos, die zwischen 2 und 4 Minuten sind, relativ kurz eben halt, aber eben halt einen nützlichen Tipp oder einen nützlichen Trick im Alltag eben halt, wo ihr Geld sparen könnt, wo ihr Zeit sparen könnt, wo ihr eben halt generell Stress vermindern könnt. Das sind einfach so nebenbei Sachen, die ich für mich selbst rausgefunden habe in den ganzen Jahren, wo ich jetzt mittlerweile an der Börse bin und eben halt auch arbeite. Denn vieles ist auch aus dem Arbeitsleben entstanden, die ich gerne weitergeben möchte, die ihr euch immer wieder angucken könnt und in YouTube eben halt ganz komfortabel markieren könnt, immer mal wieder reinschauen könnt, weitergeben könnt. Da wird auf jeden Fall einiges kommen. Das werden um die 70 Videos sein am Ende. Deswegen seht es mir bitte nicht nach, wenn das eben halt einfach mit der Zeit alles kommt. Aber wir sind nicht auf der Flucht und YouTube ist auf jeden Fall eins meiner Hobbys sozusagen oder eben halt tatsächlich so. Und deswegen
ja, freue ich mich aufs nächste Video schon. Das wird nämlich Anfang Dezember kommen. Dann werden wir uns den November angucken und dann wird es auch nochmal, ja, ein bisschen kälter wird es draußen auf jeden Fall. Ist ja jetzt schon ein bisschen kalt. Aber danke auf jeden Fall, dass du das Video angeguckt hast jetzt und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, eine schöne Woche. Bleib gesund, dein Marc. Ciao.